Hallo und herzlich willkommen hier zu Icarus Prometheus. Ja, ich habe mal hier, das Feuer müssen wir ja anwerfen, damit wir nachts schlafen können. Da kriegen wir unseren Schlafbuff und den habe ich mal angerufen, weil wir noch ein paar kleine Erze hier haben. Nicht viel und das ist auch schon beendet. Das Einzelne nimmt er nicht mehr. So, ich tue das mal rüber. Dann können wir das hier so lagern. Wunderbar. Ich habe jetzt erstmal alles so ein bisschen reingeräumt, was so geht. Und was wir so unterkriegen, ja, hier zum Beispiel die ganzen Samen, ne? Dann haben wir hier unten unsere eigenen Samen von unserer eigenen Ernte. Und hier halt noch Erze, genau. Hier haben wir jetzt so ein paar Utensilien, die wir eigentlich verschrotten könnten. Das könnte man eigentlich auch mal machen. Den Schlafsack könnte man aufheben. Eigentlich können wir das auch mitnehmen zum Transport. Also das vielleicht nicht, aber das hier, das könnte man sich mal überlegen. So, was haben wir denn noch zum Unterbringen? Wir bräuchten eigentlich noch irgendwas. Ja, hier haben wir auch schon Knochen drin. Es ist der Wahnsinn. Weißt du was, ich tue das jetzt mal hier rein. So. Da haben wir schon mal das und das. Jawohl. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch schon was. Das ist wirklich der Hammer. So, gut. Dann würde ich mal das hier auffüllen. Mal gucken, das läuft. Gut, haben wir untergekriegt. Sehr schön. Gut, jetzt heißt es für uns eigentlich Schränke bauen. Das müssten wir ja freigeschaltet haben, irgendwann mal schon. Ich glaube, es war zweite Abteilung. Schränke. Ich nix sehen. Ich habe den Schrank noch nicht freigeschaltet. Kleinen Moment. War es doch in der ersten? Hätte ich jetzt nicht gedacht. Nee, das sind die Schränke. Alles andere kommt in der zweiten. Doch, doch, stimmt schon. Gut, dann prüfen wir nochmal. Da sind sie doch. Holzschrank haben wir. Dekorationsbank brauche ich jetzt nicht. Hölzerne Torbefestigung können wir später machen. So, die Kräuterbank wäre auf alle Fälle was. Holzschrank, Kräuterbank. Die Fischerbank brauche ich jetzt nicht. Die Kochstation hätte ich gern. Oh, Kanonenofen, Pökelstation, Kühlbehälter. Da können wir das Salz verwenden bestimmt bei der Pökelstation. Müssen wir aber wahrscheinlich im Mörser erstmal klein malen. Genau, weiß ich es nicht. Dünger ist auch so eine schöne Geschichte. Na, dann geht das alles ein bisschen... Dann verschwindet wahrscheinlich, wenn wir Dünger verwenden, könnte dieser 90% Minus-Buff verschwinden wahrscheinlich. Oh, hier. 1000% Verderblichkeitsrate von Nahrung. Okay. Was wollte ich noch? Stahlpfeile hat man irgendwo. Ja... Die Laterne, ne? Hier, die wird hier schön mit Tierfett hergestellt und auch befüllt wahrscheinlich. Und dann brennt die wunderbar. Ich wollte nochmal gucken bei den Gesundheitssachen. Genau, hier hat man das. Wir haben die Schiff... Die Schilf... Schilf... Schilfblume. Die habe ich gesucht, genau. Die blaue war es. Die haben wir nicht gefunden. Wir haben die gefunden. Da haben wir was zumindest bei Blutverdünnung. Das heißt, körperliches Trauma, ja, ist okay. Da haben wir auch was jetzt. Antibiotische Paste. Oh, das ist nicht schlecht. Und hier, das haben wir mit dem verdorbenen Essen. Das ist kein Problem. Gut. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt erst, uns jetzt erstmal zwei Schränke. Und da muss ich nochmal reinschauen, wo wir die herstellen. Rang 2. Schränke. Wo waren sie? Wo waren sie? In der Werkbank. Wir brauchen also Holz, wir brauchen Leder. Kupfernägel. Oh, oh. Und Seile, Kupfernägel, Amboss. Da muss ich, glaube ich, hier was rausnehmen. Kupfernägel, das ist ja eine feine Sache. So, dann einmal hier reingehen. Und dann können wir uns hier Kupfernägel machen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Machen wir mal 50 Stück. Ich weiß auch nicht. Machen wir so hier. So und so. Ja, das können wir hier vortun. So, haben wir. Sehr gut. Weißt du was? Machen wir 100. Sind wir nicht so. Gut, haben wir. Okay, dann braucht man wie gesagt Holz. Ich hole nochmal was von draußen. Wir brauchen sowieso immer was. Ne? So, wunderbar. Ja, und ich glaube, unsere Buffs, die wirken sich schon aus, ne? Also hier, dass wir von gewissen Sachen weniger brauchen. Beziehungsweise, dass wir mehr Tragekapazität haben, etc. etc.
In der Werkbank hat man gesagt. So, jetzt muss ich mal schauen. Schrank. Kupfernägel. Mhm. Naja. Ich nehme das hier oben mal raus, genau. Das nehme ich auch mal raus. Und das können wir lassen. Okay. Gut, dann werde ich das noch reinfüllen. Das haben wir voll. Das haben wir auch fast voll. Ja, okay, das passt soweit. Gut, dann tue ich mal hier ein paar Steine rein. Denn ich glaube, das können wir auch gebrauchen. Und was brauche ich noch? Die Kupfernägel. Nehme ich mal kurz mit. Tun wir hier rein. So, und jetzt können wir uns einen Schrank bauen. 4 Nägel braucht der. Davon, davon, davon. Okay. Ich mache mal 2 Schränke davon. Jetzt haben wir hier die Textilbank. Die haben wir schon. Die Kräuterbank würde ich gerne bauen. Jawohl. Was haben wir noch? Holzschrank. Das andere haben wir schon alles. Und hier die Kochstation. Was braucht die denn? Eisenbahn. Das sollte man vielleicht auch hinkriegen. Ich gehe mal davon aus, die wurde auch hier gebaut, oder? Ja. Kochstation. Ja, machen wir mal. Wo hat es denn jetzt die Bank hingebaut? Ach, die hat zu lange gedauert. Wow, ehrlich? Braucht die Kochstation so lange? Nee, die Kräuterbank war es, ne? Hammer. Na, das ist ja eine Geschichte, du. So, ich tue das mal raus, was wir jetzt nicht brauchen. Ich tue das mal rein, was wir brauchen. Ja. Ja. Genau. Gut. Dann kommt das hier rüber. Sehr schön. Das kommt dahin. Hier kann ich nochmal ein Holz auffüllen. Das können wir gerne machen. Und jo, dann ist es das schon. Gut, dann schauen wir mal hier rüber. Hier kann ich die Steine reintun. Leder haben wir hier drin. Jawohl. Müssen wir mal so machen. Jetzt geht's aber los hier oben, oder? Kann das sein? Die nehme ich mal raus. Und ich brauche Platten. Fünf, sechs, zwei, vier, sechs, acht Stück brauche ich. So, haben wir. Dann brauche ich noch 3 Säulen. Ich weiß nämlich nicht, wie das mit meinem lieben Pferdchen wird. Na, ob der das überlebt. Denn wenn ich nämlich in so eine Höhle reingehe, bin ich nämlich überfragt, ob draußen der es nicht angegriffen wird, das liebe Tierchen. Auf der anderen Seite würde ich es auch mal ganz gerne ohne probieren. So, okay, das haben wir. Und wir müssen hier mal ein bisschen weiterkommen, deswegen muss ich auch hier ein bisschen was einsammeln, ne? So, das haben wir. Sehr gut. Oh, was habe ich denn hier noch? Das ist Kaffeesamen. Aha. Das ist natürlich nicht so, wie ich es gerne wollte, aber so ist es halt. Mhm. Naja, wie auch immer. Gut, setze ich mal die Schränke. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie groß sind die? Oh, die gehen ja. Okay, jetzt die Frage, kriegen wir hier eher eine Bank hin? Aha, okay. Ja. Machen wir mal so. Und kriegen wir noch... Ah, das ist natürlich... Ja, das weiß ich jetzt auch nicht so richtig, aber
Muss halt passen irgendwie, ne? Gut. Dann. Schränkchen. Fangen wir vorne an vielleicht. Wir können es ja später vielleicht auch nochmal umstellen. Ne? Sollte ja kein Problem sein. Machen wir vielleicht so eine Art Ankommenschrank. Und dann noch einen zweiten. So, und ich muss mal gucken, ob hier irgendwas in Gefahr ist. Wie geht's dir? Alles gut? Nahrung 77. Hast du alles aufgemampft? Nö. Wasser hast du auch noch. Oh, da hast du mal was getrunken. 2,5 Liter. Sehr schön. Und Essen hast du noch drin. Oh, das ist aber schön. Melone ist nicht so deins, oder? Weiß nicht. Na gut. Komm, wir können mal ein bisschen Licht reinlassen hier. So, hups. Und spring runter. Klatsch. Die Tiere sind echt Hammer. Und klatsch, ist es untot. Also, es ist unglaublich. Kannst du keinem erzählen hier. Gut. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir haben das und das gesetzt. Das ist das, was ich wollte. Das machen wir, das Ankommensschrank. Und hier haben wir jetzt wie viele Plätze? 2, 4, 6 mal 3. Na komm her. 6, 7. Also 6 mal 2, 4, 6 mal 6 sind 36. 40 Plätze. Alter, du hast für eine Meise? Bist du wieder oben runtergefallen oder was? So, damit wirst du unser Messer jetzt auch kaputt bald sein. Schauen wir mal. Haltbarkeit. Oh, da hat aber einer gewütet jetzt. Das ist nicht so schön. Gut. So, jetzt machen wir es so. Ich mache jetzt mal noch ein paar Sachen hier, dass es weitergeht, ne? So, Tierchen wird gleich wieder über den Jordan springen hier. So. Na komm hier. Machen wir es halt so. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich, dass das da unten... Na gut, dann ist es halt so. Ein bisschen Schwund muss auch sein, ne? So, gut, dann haben wir das. Die ist erledigt. Jetzt können wir das mal hier rübernehmen. Ja. Dann können wir die Kisten mal aufnehmen hier. Na? Braucht aber ewig. Weißt du was? Ich glaube, ich brauche da noch eine davon. Hm, Schrank, was brauchen wir noch? Nägel? Mache ich nochmal 2. So, was machen wir denn jetzt hier rein? Machen wir mal Nahrung und sowas. Ne? Ich glaube, das ist eine feine Sache. Dann machen wir das rein. Dann kommen die ganzen Samen rein. Das kann so eine Kiste sein für unterwegs. Das können wir mal mitnehmen. Das können wir hier rein tun. Das können wir mal zerstören jetzt. Das können wir ebenfalls zerstören. Das ebenfalls. Wunderbar. So, was haben wir hier drin? Das sind alles Samen. Ordnen können wir das später. Ich würde das jetzt erstmal schnell alles umsortieren. So, haben wir alles raus. Hier haben wir alles. Da kommt ebenfalls das rein. Der Weizen, Salz und das Gift. Gift muss in jede Küche, also so, ne? Das muss in jede Küche. So, dann, warte mal. Dann machen wir das mal hier weg. So. Dann haben wir hier nochmal Platz für 2, 3 Werkbänke. Huiuiui. Oder wir
Modeln noch irgendwas um. So. Alles gut bei dir drüben? Hm? So. Dann können wir die wegnehmen. Und hier können wir mal reinschauen, alles nehmen. Und dann können wir die auch wegnehmen. So, dann sind die nämlich ein für alle Mal erledigt hier. Und wir haben unsere Ruhe. So, jetzt kann ich hier noch die restlichen Ressourcen reintun. Jawohl. Warte mal. Eigentlich ja. Das sind die guten Samen. Das hätte ich auch gern hier drin. Das würde ich mal zerstören. Und das ebenfalls. So, dann können wir das nämlich hier reintun. Da haben wir Holz, Leder, das und das. Feine Sache. Und dann nehmen wir den noch raus. Und stellen den. Ja, wie gesagt, ich werde das mal dann in der Nacht, werde ich das mal ordnen, dass das dann schön ist. Aber dass wir es erstmal untergebracht haben. So, wunderbar. Gut, dann, was haben wir hier noch drin? Das nehme ich mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir auch mit. So, jetzt würde ich gerne noch was reparieren. Sofern wir hier noch was haben. Ja, das passt. Und zwar einmal das hier. Die reicht noch. Der reicht auch noch. Wie sieht denn das hier aus? Die reichen auch noch. Kann man die eigentlich reparieren? Nee, geht nicht. Gut, dann rüsten wir uns mal aus. Ich nehme meine Sichel wieder. Hier haben wir was zu essen. Den Hammer. Mein Speer. Ja, und die tue ich mal hier runter. Die nehmen wir mit. So, was wollte ich noch? Das wollte ich noch mitnehmen. Hm. So, gut. Küche. Wie sieht es denn hier aus? Hier können wir verschiedene Sachen machen. Wir können Obstsalat, Wildsalat. Was, Wildsalat? Kürbis und Speisekürbis. Aha, den haben wir noch nicht gefunden. Tierfett. Sahnemais. Oh, wow. Krass. Rohes Fleisch. Da können wir Tierfett draus machen. Braucht man da einen Mörser hier extra? Oder ist das hier drin? Weißt du was? Das findet man nur raus, wenn man das gleich mal so machen hier. So, Tierfett da rein. Maximum. Oh, cool. Verdirbt uns das irgendwie? Hm, 100%. Das nächstbeste, wenn es keine Butter mehr gibt. Oh, geil. Ja, stimmt, ne? So, können wir Rumpfsteak und alles, das können wir hier auch. Rohes Fleisch. Gigantisches Steak plus 20 Nahrung beim Konsumieren. Was haben wir hier? Herzhafter Salat. Samenknacker. Okay. Salzwasser, Fischfilet, Sashimi. Oh, Sashimi ist lecker. Sehr gut. warte, was hat man noch hier? Erdbeeren. Oh, Erdbeeren. Sojabohnen, Avocado, wow, was hier alles gibt. Also ich gehe mal davon aus, dass wir hier auch alles finden, wenn die Werkbank uns das anzeigt, oder? So, den Mörser wollte ich noch machen. Da muss ich mal schauen, wo wir den herstellen, dass wir den endlich auch mal haben. Da müssen wir, glaube ich, in die 1 zurück. Wir müssen... Nee, dann war es doch in der 2. Hier, Mörser, der wird hergestellt und zwar wo? In der Werkbank. Stein und Siliziumdioxid. Siliziumdioxid könnte irgendwo hier sein. Jupp. Werkbank. Stein brauchen wir. Warte. Stein. Da haben wir auch nicht mehr viel, ne? Reicht das denn? Ja, das reicht. Sehr gut. Mhm.
So, sehr schön. Dann können wir den Stein mal hier zurück tun. Und das Siliziumdioxid kommt dahin. Jetzt haben wir den Mörser. Jetzt muss ich mal gucken. Warte mal. Ich habe da so eine Idee. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Oh, das funktioniert. Komm, wir klicken den mal an. Und was macht er jetzt uns Schönes? Wir können aus Oxid und Holz können wir organisches Harz machen. Oh, geil. Aus Stöcken können wir... Hier, Baumharz, das brauchen wir. Rohstahl. Sehr gut. Rohstahl aus Eisenbahn und Kohleerz. Eisenbahn und Kohle... Wieso ist das hier zweimal Kohleerz und Eisenerz? Ach so, da brauche ich 6 zu 1. Das wäre dann 3 zu 1. Ja, das macht keinen Unterschied. Okay, dann brauchen wir es nicht erst verhütten. Okay, das wäre dasselbe. Eisenerz und Holzkohle. Ja genau, das ist dasselbe Rezept. Hier hätten wir gemahlene Knochen. Was können wir daraus machen? Für dieses Rezept werden diese Gegenstände benötigt. Mammutstoßzahne, ich glaube, das haben wir nicht. Organisches Harz. Für dieses Rezept werden organisches Harz. Na gut, wir werden es irgendwie herausfinden. Was haben wir denn hier noch? Aus Holz. Oh, da kriegen wir 2 raus. Und hier aus Stöcken. Ja, das ist okay. Samenöl. Aha. Für dieses Rezept werden... Da weiß ich nicht, was wir damit anfangen können, aber warte mal, irgendwo haben wir Stöcke. Hier. So viel braucht ja sowieso kein Mensch im Moment. Ich mach das mal hier rein und du sagst mir mal, wie viel du davon machen kannst. 50. Das ist ein Wort. Das ist ein Wort. Und ich setze dich auch hier runter. So. Und ich setze dich dahin. Coole Sache. Das ist wirklich sehr prickelnd. Kochstation hat man. Jetzt haben wir noch die Kräuterbank. Die müssen wir uns natürlich auch nochmal anschauen. Ja, so viel dazu. Was kommen hier für Kräuter rein? Diese Lilie und das? Warte mal, hier haben wir... Nee. Wir haben nichts freigeschaltet, ne? Das wird das Problem sein. Ja, genau. Kräuterbank könnte jetzt sein, dass wir diese Dings hier machen, oder? Nee. Charakter. Das machen wir im Charakter. Kräuterbank. Lass uns mal ganz kurz suchen. Feuerpfeile werden es auch nicht sein in der Kräuterbank. Dann gehen wir mal Level 2. Ist ja auch eine Bank des Level 2. Kochstation. Wo ist die Kräuterbank hin? Hier, Kräuterbank. Ah ja, hier die Tonikums. Hier war doch so ein Lebenselixier, ne? Blutverdünnungs- und hier Gesundheit. Genau, da haben wir Hefe, Baumharz, Lilie und Mehl. Tolle Sache. Da haben wir Gesundheitsrang. 100 Gesundheit beim Verbrauch. Verleiht der Gesundheitstonikum Modifikator für 120 Sekunden. Plus 30% maximale Gesundheit. Plus 300% Gesundheitsregeneration. Das ist natürlich genial. Ja, sehr schön. Okay. Talente. Schauen wir mal rein. Solo, haben wir da was? Da haben wir einen Punkt. Ich würde mal gucken, wo wir das reinstecken jetzt. Ich habe nämlich keine Ahnung. Harter Schläger. Nahkampfschaden ist natürlich eine schöne Sache. Was haben wir denn hier? Erhöht die Grundausdauer. Das ist auch was Feines. Ne? Grundausdauer müssten wir eigentlich auch mal was machen. Was haben wir denn hier noch? Ausdauerregeneration. Gewicht von Holz. Steinen und Erzen ist auch was Feines. Ertrag durch Bäume fällen. Ertrag durch Abbau von Stein. Ertrag durch Ernte. Auch eine schöne Sache. 20 mehr Ausdauer. Beim Schleichen weniger zu entdecken. 15% mehr, weniger wahrgenommen. Das ist auch okay. Nahrungsstärkung halten länger an. Was haben wir hier? 10% Gesundheitsregeneration ist auch schick, ne? Wäre sogar manchmal ganz empfehlenswert. Knöchel aus Stahl reduziert Schaden. Chance durch einen Sturz, eine Verstauchung zu erleiden. Das ist auch gut. Die sind alle gut irgendwie. Maximale Ausdauer. Plus 25 Gewichtskapazität. Das ist auch gut. Ach, das haben wir schon. erhöht Holzsteinfaserertrag. Weißt du was? Ich nehme mal das und dann machen wir vielleicht hier ein bisschen. Müssen wir mal gucken. So, Talente. Wir haben 3 Punkte. Tja, ich habe keine Ahnung. Was haben wir denn hier? 1% Chance in der Reihe. Nee, das will ich nicht. Die Prozentchancen, das ist mir eigentlich so ein bisschen... 50% Widerstand gegen Bäume fällen brauche ich auch nicht. Was haben wir hier? 10% Bewegungsgeschwindigkeit von Tragen exotischer Materie haben wir momentan nicht. Gewicht von Steinen ist weniger. Gewicht von Holz ist weniger. Mehr Ertrag. Auch Steine mehr Ertrag. Was haben wir denn hier? Oh, das ist hier. Nachteile bei Überlastung. Haben wir jetzt eigentlich so nicht gehabt, ne? Hatte ich immer drauf geachtet. Gewicht von Steinen. Was ist das? Chance, zusätzliche Ressourcen abzubauen. Eine sekundäre Ressource aus Büschen.
Weiß ich nicht. 20% Chance zusätzlich. Was denn für... Weißt du was, wir machen mal hier rein. Machen wir einfach mal 30%, ich weiß es jetzt nicht. Ja, hier haben wir noch verschiedene andere Sachen. Na, ihr seht's. Aber nicht alles auf einmal. Ich würde auch hier mir die Punkte aufheben. Ich mache es dann, wenn ich es brauche. So einfach machen wir das. Gut, Tierchen. Ja, Tierchen. So, jetzt würde ich nochmal schauen. Jawohl, also hier gab es wieder... Hier auch. Ich musste mal drauf achten, weil jemand, wie gesagt, gesagt hat, dass ich das eine Mal irgendwie geerntet habe, aber nichts bekommen habe. Ist mir... Wie gesagt, ich habe mir die Folge nicht angeschaut. Ist mir eigentlich auch relativ... Aus dem einfachen Grund, weil wir wirklich gut hier klarkommen mit dem, was wir haben, ne? War das hier drin? Ja. Nahrung müsste eigentlich hier rein, ne? Rein theoretisch. Habe ich denn eigentlich noch... Na eben, ich habe gar nichts mehr. Nee, die wollte ich trocknen, genau. Melone lassen wir so und die werde ich... halt, ich muss da lang. Die werde ich mal trocknen, genau, das soll ja effektiver sein. Und dann tun wir das mal so. Dann nehme ich die mal mit und ich nehme hier so ein schönes Steg nehmen wir mit. Genau, dann haben wir das. Mhm. Die haben wir auch wieder verdorbene Pflanzen, wie gesagt, die brauchen wir auch, ne? Weißt du was, ich könnte die aber mal Stapel teilen. Dann kann unser liebes Pferdchen noch was bekommen. Ja, wir brauchen demnächst dann natürlich auch eine Fläche, wo wir das dann mal ein bisschen professioneller angehen können. Und hier hätten wir auch noch eine Melone für dich. Das ist eigene Ernte. Ganz lecker. Mm, da freut es sich. Siehst du, er hat es gleich vor lauter Freude in die Luft geschlagen. Gut, was machen wir? Für den Rest der Folge. Der Rest der Folge ist gut. Rest der Folge, der war wirklich gut, oder? Also bei mir stehen 34 Minuten auf der Uhr. Ich glaube nicht, dass ich jetzt die ganze Zeit damit euch die Zeit verbracht habe. Aber ich habe es eigentlich angedrückt. Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. Habe jetzt nicht drauf geachtet. Ich würde gerne hier oben die Höhle mir vornehmen. Und Fackel können wir mal ausmachen. Können wir ein bisschen sparen. Nee, die war schon aus. Okay. Habe ich denn noch Fackeln dabei? Zwei Stück. Sehr gut. Und ich glaube, ich esse mal hier so eine schöne getrocknete Tomate. Sehr gut. Ja, wir können übrigens mal ganz kurz reinschauen, was die eigentlich bringt. Wir hatten das zwar schon mal geschaut, minus 25% Nahrungsverbrauch, 30% Gesundheitsregeneration, 75% mehr Ausdauer, verbraucht einen Platz im Magen, getrocknete Tomate, 50% Nahrung beim Konsumieren, 30% Gesundheit beim Verbrauch, 150% Nahrung beim Konsumieren. Ja, der Speck ist auch super. 15% gewonnene Erfahrung. Ertrag durch Schlachtung, 25% mehr und minus 25% Nahrungsverbrauch. Oh, das ist cool. Ah, das ist sehr cool. Habe ich eigentlich auch meine Buffs dabei? Ja, Wasser ist alle. Schlecht. Das ist jetzt schlecht. Ja, dann mache ich das mal anders. Ist jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte. Aber wir hoffen mal, dass das gut geht. Ne? So, okay. Ich würde hier oben mir gerne die Höhle, die erste, die wir uns damals angeschaut haben, vor ein paar Folgen, wo ich dann in die dritte bin, unten am See. Da würde ich gerne hier mir die Höhle frei machen. Wir haben ja auch hinten in der Ecke, hier unten, eine Höhle gefunden. Sehr schöne Sache. Irgendwo, ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, wo es war. Irgendwo hier, würde ich sagen. Da war eine Höhle, die hatte keine Wand. Ne, ihr habt es ja gesehen, letzte Folge, wo wir unterwegs waren. Das ist natürlich dann so eine Sache. Wenn da keine Wand ist, das kann alles möglich sein. Das kann eine große Höhle sein, das kann ein Durchgang sein. Keine Ahnung. Hier knarrt es. Hier knarrt es. So. Ja. Ihr wisst ja, ich brauche immer ein bisschen Leder und so. Ja. Außerdem, wenn das hier so vom Eingang rumschleicht,
Habe ich da auch keinen Bock drauf. Schade. Wollen wir mal gucken hier. Ja, die kommen bloß alle rein. Brauche ich nicht. Boah, ich treffe nicht. Sorry. Ein paar Punkte brauchen wir ja auch, ne? So, ich kann jetzt leider nicht genau sagen, in welcher Zeit wir uns bewegen. Aber hier sind mir noch eindeutig zu viele Pferde. Wo sind denn die hin? Die sind da hinter der Pflanze. War das die Höhle? Oder sind die jetzt alle frei, die Höhlen? Hat sich das geändert? Oder sind die ab einem bestimmten Dings alle freigegeben? Warte mal, ich muss nochmal auf die Karte schauen. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt hier drüben. Nee, das ist die Höhle, die eigentlich zu war. Haben wir irgendwas freigeschaltet? Die andere wäre irgendwo hier gewesen, glaube ich. Hier. Tja, weiß ich jetzt auch nicht. Nee, nee. Das ist die schon. Krass. Und warum ist die jetzt offen? Vielleicht sind jetzt alle offen, dass man die besser findet. Aber das hat es ja gerade irgendwie ausgemacht, das Schöne. Naja, müssen wir mal gucken. Wie viele Pfeile habe ich denn noch? Nicht so viel. Können wir noch ein paar herstellen? Was brauche ich dafür? Stöcke. Ups. Stöcke kriege ich aber nicht hier raus, ne? Nee. Hier bestimmt auch nicht raus. Fasern. Das solltest du eigentlich nicht. Aber gut. Ist ja schnell eingesammelt, ne? Gut, dann erstmal mal sowas. Da gibt es wieder ein paar Punkte. 57 XP. Ja, schöne Sache. Gut, wir gehen mal rein, würde ich sagen. Habe ich die Fackel an? Jetzt schon. Sieht gut aus. Echt Hammer, ne? Oh, wow. Scheint ein bisschen größer zu sein, oder? Uah.
Weg hier. Wie groß ist die denn hier? Okay. Ist auf alle Fälle eine größere, ne? Die hat mich getroffen, ne? Oder? Ne, hat sie nicht. Aber weißt du was, ich gehe mal ganz kurz raus. Zwecks Lungenentzündung. Oh. Du, das sind Punkte. Bleib hier. Also so sieht es ja genial aus, ne? Aber leider bleibt es nicht so hell. Aber ich hatte mal irgendwo was gelesen, dass man im Kontrast irgendwo, im Gamma... War das 0? Oder war das ganz hoch? Oh. Komm, wir cheaten mal. 2,2 hat man es, ne? Aber ich finde das Hammer, wie es aussieht. Ich meine, wir wollen ja auch was sehen, wie die Höhlen sind und nicht so dunkel, ne? Aber die scheint dann hinten aufzuhören. Oder? Hier noch einer? Ja, schön, oder? Oh wow. Ist das hier ein versteckter Durchgang? Ich weiß nicht, ob ich hier wieder hochkomme. Aber das weiß ich nicht. Vielleicht hat da einer von euch eine Ahnung. Gut, Freunde, so sieht's erstmal aus. Ich werde hier trotzdem diese Dinger immer mitnehmen. Ich weiß nämlich nicht, ob die noch eine Verwendung haben. Außerdem gibt es hier einen Fall wieder, sehe ich gerade. Und müssen wir mal gucken, ne? Vielleicht kann man mit denen später noch was anfangen. Oh, was haben wir hier? Gold? Schwefel. Das wäre mal so eine Frage in die Runde. Wenn ich jetzt hier so einen Extraktor, man kann doch solche Extraktoren bauen, die so Treibstoff brauchen. Das Level 3, Level 4, also Rang 3, Rang 4 irgendwie. Da wäre meine erste Frage, greifen die Würmer diese Geräte hier an? Oder kann ich die irgendwann mal wieder besuchen und das Zeug abholen, was die gefördert haben, wenn die keinen Treibstoff mehr haben? Oder wie funktioniert das? Das wäre mal ein netter Hinweis. Also das mit den Höhlen macht mir schon Spaß, aber irgendwann hört es ja vielleicht auch mal auf und dann müsste man... Ja, dann müsste man, ne? Ihr wisst Bescheid. Oh wow. Ja, einmal kurz raus, damit wir hier nicht so viel vielleicht Schaden nehmen. Aber das mit dem Gamma ist schon... Hatte ich gelesen in irgendeinem... Forumsdings hat sich da einer da den Tipp gegeben. In dunklen Höhlen könnte man das machen. Ja, das funktioniert auch. Sehr schön. So, brauche ich erstmal. Genau. So. Ja, Stein gibt es nebenbei, ne? Dem Buff hatte ich mehr oder den Perk hatte ich mehr da geholt. Genau. Müssen wir mal gucken. Hier haben wir. Gut, Freunde, da war das heute eine Modernisierungsaufwertungsrunde
und neue Ressourcen. Ja, ich werde hier die Mine abbauen. Und ja, da werde ich euch aber jetzt nicht Kohleerz. Damit die nächste Folge belasten, sondern ich werde es hier fertig machen und dann sehen wir weiter. Ne? Das war nicht so gut. Da müssten wir nochmal hoch. Komm. Und wie gesagt, dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Dann habe ich das hier höchstwahrscheinlich alles schon abgebaut. Oh, das war nicht so gut. Machst du aber auch ein Gespringe hier. Und bevor das hier noch wild wird, danke fürs Einschalten. Und dann wünsche ich euch, das müsste jetzt Sonntagsfolge sein. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Sonntag noch. Macht's gut. Ciao, ciao. Auf bald.